Liebe Einwohnerinnen und Einwohner des Burgenlandkreises, eigentlich wollten wir heute am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit eine Festveranstaltung im Kreistagssaal des Burgenlandkreises durchführen. Es wäre eine kleine Veranstaltung, Corona-bedingt geworden. Wir hätten Gäste aus der Bergstraße, unserem Partnerkreis in Hessen, begrüßt. Wir hätten ehemalige Kreisrätinnen und Kreisräte zu Ehrenkreisräten ernannt. Und es hätte eine Diskussion zwischen Jung und Alt über die Ergebnisse von 30 Jahren deutscher Einheit geben sollen. Corona-bedingt und durch meine Erkrankung kann dieses heute leider nicht stattfinden. Deshalb wende ich mich in dieser Videobotschaft an Sie alle und habe hier eine Flasche speziellen Rotkäppchen-Sekt bei mir, den unsere Ehrenkreisräte heute Abend hätten erhalten sollen. Es handelt sich um eine ganz besondere Cuvée von Riesling aus allen 13 deutschen Anbaugebieten. Eine Flasche, die limitiert von unserem Rotkäppchen-Unternehmen aus Freiburg herausgegeben wurde, auch anlässlich des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit. Nichtsdestotrotz ist morgen dieses Jubiläum. Es ist Anlass für uns, darüber nachzudenken, was in 30 Jahren an Zusammenwachsen zwischen Ost und West gelungen und noch nicht gelungen ist. Und ich möchte Ihnen allen morgen einen schönen, erholsamen Feiertag wünschen und natürlich beste Gesundheit. Vielen Dank.